mit so einem unfassbar langen Weg. Naja, also, was will man denn erwarten? Es ist ja alles XXL, da brauchst du auch viel, viel Platz. Los, Jamal! Schreit mir immer noch diesen Scheißfink. Echt? Hä? Warte mal. Das macht mich immer weiter. Alter, Enrico, was hast du eigentlich dazu hier? Es ist die Requisite für ein sehr wichtiges Musikvideo, das du jetzt verfilmen wirst. Du bist jetzt hier der Kameramann, natürlich mit Blitzlicht. Wir haben ein paar miese Zuschauer, aber das ist egal. Also. Ja, also falls ihr mit eurer Familie unterwegs seid und ihr wollt ja ein paar coole Moves zeigen. So wird die Kugel angefasst, also immer die beiden, so. Dann nehmt ihr die Kugel so hier und dann geht ihr ein bisschen in die Hocke. Genau. Und dann, so. Und dann, ja, okay. Ja! So, das ist der Enrico dort links unten. Der hat jetzt die Nerven verloren, seht man. Mir stinkt's bis zum Himmel, die Bahnen sind nicht gut geölt. Also, die Kugeln sind rund und vollständig voluminös. Aber die Bahnen sind nicht gut geölt. Und wenn ich mit einer Kugel arbeite, dann muss die auch gut geölt sein, versteht ihr? Die Bälle müssen gut geölt sein. Mit so einer trockenen Scheiße kann ich nicht kommen und werde deswegen jetzt gehen. Fickt euch. Bei mir ist Prachtkugel ist geölt. Willst du mal Steine? Nein, das Harschen ist zwar leider nicht da, aber dafür ein bisschen was von ihm. Perfekt. Sergeant. Genau so muss jetzt aussehen. Werden heute Nacht Kinder gemacht? Wir haben einfach nur Durst und Hunger. Geht das nicht. Wie geht nicht? Ich blute. Achso. Ich dachte, Mensch, ich hatte heute so viel zu tun, dass ich glatt vergessen habe, mein viertes Türchen zu öffnen. Das ist wirklich eine riesengroße Schande. Es ist ja wirklich in jedem ein Rubbel los. Alter. Ich meine, der Reichtum Ende des Jahres wird massiv sein. Oh nee. Ich habe gestern noch eine ganze Tüte Gummibärchen gegessen, weil die so lecker waren. Ich habe mich da einfach nicht im Griff. Mmh. Oh, ich liebe auch Sandrum. Oh, geil, Alter, ohne Scheiß. Geil. Die Betten wissen schon, wie sie es machen. Da kriegen sie mehr zu Weihnachten. Wenn sie mir jeden Tag eine Freude machen, den ganzen Monat lang. Das ist ja meine Promo-Phase, Alter. Kuss auf die Eichel, Fati. Moin. Was haben wir heute, den 6. Ich bin jetzt gerade aufgefallen, ich habe das 5. Türchen. Ich bin so verplant in letzter Zeit, Alter. Das Gute ist, da können wir jetzt 2 Türchen öffnen. Oh ja, und auch direkt rubbeln, Alter. Hä, hey, wird eigentlich schon mal gerubbelt? Also ehrlich gesagt schon, ich kam. Null. So, Nummer 5. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ein Löserig und Walnüsse. Das ist auch schmackhaft. Geil. Und der sogenannte Nikolaus, der war natürlich nicht da und hat in meine Schuhe gewichst, was ich sehr, sehr schade finde. Aber der Kalender, der enttäuscht trotzdem nicht. Was haben wir denn hier? Alter, Junge, also das Los und eine 20 Euro Lidl-Geschenkkarte, das ist auf jeden Fall, das ist Ehre, Alter. Die rote Drecksau, die hat das nie hingekriegt, Alter, die Fotze. Aber das hier, das ist nice. Ja, kann direkt in VW investiert werden. Junge, warum bin ich eigentlich so fröhlich? Ich hab selbst, ehrlich gesagt, keine Ahnung, Bitches. So, also das Milliorubbel. Vielen Dank an den Nikolaus. Mann!
Nikolaus, ich malträtiere dich in mein Haus. Kleine, schäbige Nikolaus. Ja, das geht. Oh, wir haben schon direkt eine 7. Geil, wir haben schon direkt eine 7. Und noch eine 7. Oh, diesmal läuft es ja richtig hier, Alter. Kunde, Alter. Oh, Alter, hier seht ihr. Eine 7 und noch eine. Aber wir machen es nochmal spannend. Wir machen es spannend. Hier haben wir 9, 8, oh, eine 7. Oh, das ist so schön. Ja, wir haben auf jeden Fall 2 Gewinne. Guck erstmal hier, die 7 ist eine 5. Also 5 Öcken gewonnen bei diesem Los hier. Oh yeah. Und bei diesem hier haben wir 5 und 5. Also 15 Öcken, Alter. Nice, da wurde ja sogar Plus gemacht. Also, oh ja, vielen Rattenkock an den Nikolaus. So, ist wieder eine Packstationsentleerung angesagt. Heute im, oh Gott, gute Keramiklinette. Im großen Stil, wohlgemerkt. Ist das alles? Das ist hier alles. Es kommt noch viel mehr. Das ist aber nicht gut. Bist du der Meinung, es wird zu wenig geschickt, oder? Im Prinzip, wenn ich das hier sehe, ja. Das ist absolut zu wenig. So, 24, also das ging ja schnell, dass mehr geschickt wird. Das ist nicht gut. Alles funktioniert nicht. Ich komm direkt wieder rein, dieser Dreck. Das ist gut, da brauchst du dir los. Das ist ja Kassenärztliche Bundesvereinigung. So will ich das haben. Nee, will ich nicht. Ach nee. So will ich das haben. Ja. Wunderschön. Und die 186. Hä? Okay. User 605. Oh shit. Alter. Jetzt fängt er wieder an, Flammen zu schlagen. Nee, das ist normal. Wenn so ein kleiner Fettspritzer an diese Brenneinheit oben schlägt, dann ja. Moin miteinander. Also mein Leben besteht im Moment wirklich aus nichts anderem, außer Essen, ein kleines bisschen Körperpflege und in der Zone zu sein. Es ist einfach geisteskrank. Ich bin in diesem Moment, glaube ich, Level 139. Es ist gerade Freitagabend. Junge, Alter. Aber jetzt wird nochmal unterbrochen und zwar geht's in den Saw-Film. Ich habe auch schon wieder meinen Weihnachtskalender nicht geöffnet. Mann. Bin gespannt, wie Saw 10 oder Saw X sein wird. Saw war wirklich ein guter Film, muss ich sagen. Auf jeden Fall mit einer der besten aus der gesamten Serie. Und ja, jetzt wird noch der Lammertschuhen aufgegessen und das leider nicht Sperma des Sergeants gesoffen. Und der unendliche Psychosen Warzone Grind geht weiter. Oh yeah. Ja, so sieht mein Leben gerade aus. Ich bin gar nicht damit unzufrieden. Ganz im Gegenteil. Muss auch mal sein, sowas. Grüße in die Zone. Und die Bres, Grüße an den Chat an dieser Stelle. Das ist einfach geisteskrank. Und Grüße auch gehen raus an den Adventskalender. Da haben ein paar Sardinen drin, die werde ich jetzt snacken. Es ist übrigens 2:22. Ja, Moment, geht mir los, ich ändere die Szene. Ja.
Oh nee, ich verende dich vorher im Gas. Na. Das ist wirklich alles nicht gesund, Alter. Der Lifestyle, kurz zu 7 geht's ins Bett. Metaphor wird geschaut. Junge, da rendert's noch auf dem Apparillo. Junge, das ist alles nicht gesund. Mal gucken, was dieses Wochenende geht. Ich habe wirklich die letzten 3 Tage nur in Call of Duty verbracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war einfach eine geile Zeit. Ich bereue keine Sekunde davon. Wisst ihr, was wirklich schön ist, Fanpost ausgepackt zu haben? Das bleibt alles übrig und das hier. Das werde ich mich, ach Junge, ich hab gar keinen Bock aufzuräumen, hier sieht es wirklich schon wieder aus. Das werde ich mir jetzt in die Wanne reinbumsen, Alter. Oh ja. Ja. Ja, wenigstens hat mich jemand lieb. Oh. Hasserfülltes Schreien. Ich wollte kurz nochmal beweisen, dass ich noch soziale Kontakte habe. Es ist wirklich traurig, dass du in der Zone bist. Ich spiele aber Solo, weil Multiplayer und mit mehreren Leuten zu spielen ist viel schwerer. Nee, ich mag einfach nur dich nicht. Ich weiß, damit habe ich kein Problem. Langnahme. Wir können uns alle nie leiden gegenseitig. Wir treffen uns aber trotzdem, wenn wir keine anderen Leute haben. Ich hasse dich und ich hasse dich. Real Talk, ich sehe. Ja, was denn? Ich habe einfach keinen Bock, neue Leute kennenzulernen. Deswegen bin ich immer mit denselben Hurensohn unterwegs. Schnitz. Der Feind! Shoutout an das Zahlschwein, vielen Mastern. Die Hälfte der Schokolade wird zum Glück in diesem Mann landen. Ich bin. Ach, fick dich. Schmecken lassen. Danke. Das Frühstück schon um 9:30 Uhr. Der Wetterer trinkt um. Ach nee, das ist schon okay. Nee, ich bin noch dabei. Also, du filmst noch mehr mit dem. Es gibt Leute, die essen das halt 9:30 Uhr zum Frühstück. Es gibt Leute, die essen nicht zum Frühstück und es gibt den Meffahrer, da gibt es erstmal 1,5 Gramm feinstes Nuts und danach gibt es 3 Bier. So, bevor es aufgeht, 9. Türchen, haben wir heute. Oh, Zimtsterne, Alter. Oh, da wird er direkt spitz. Und dann mal die Chance auf unendlichen Reichtum. Yeah. Ist das nicht ein Glücksspiel im Adventskalender? Wen hat denn hat er seine Mutti gemacht, ne? Ja. Seine Eltern. Das ist richtig und wichtig. Ja. Kind, wer keinen Merkur-Adventskalender daheim hat. Ich hab zum Beispiel als Adventskalender zu Hause so einen Merkur-Automaten. Und da kann ich einmal drücken, entweder habe ich unendliche Reichtum oder ich habe wieder alles verloren. Weil wenn du verlierst, wenn du verlierst, zieht es dir automatisch 100 Euro vom Konto ab. 6. Gausel, mein Wut. Manche Dinge ändern sich nie und man kommt immer dahin zurück, wo man hingehört, Alter. In das Lenkrad eines Benzers. Der Fuhrpark des Schweines ist unermesslich. Ich brauche mehr Winterautos. So jeden Winter hier habe ich ein anderes Auto. Also jedes Mal, wenn es kalt ist. Das stimmt ja wirklich. Ja, wirklich so. So muss das sein. 10 Euro Bußgeld, bitte. Hast du Geld mit? Ich hab nichts mit. Das sehe ich dir einschicken. Passt, wenn ich das hier sehe. Warum das? Alter, wie kann denn überhaupt Cola Zero ohne Zucker so schimmeln? Ja! Haa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 a
Pyrotechnik ist kein Verbrechen, Alter. Heute wird gefeiert in Berlin, Kreuzberg. Macht denn hier so einen Scheiß auf den West Coast? Scheiß. Ich hab ein bisschen Stärken, wisst ihr? Müssen ein bisschen fett werden. Guten Tag. Wie findest du dein Geburtstag bis jetzt? Geil, geil, geil. Also der Mann stößt mit sich selbst an, das ist einfach ein Macher, Alter. Das ist einfach ein Macher. Ja, war auf jeden Fall ein Baba-Geburtstag, Brudi. Alter, ich hab noch nie so geil reingefeiert. Mit Schnee. Alter, ganz entspannt. Das ist ja kein Kleingeld, das ist ja viel zu viel. Das ist nicht zu viel, das ist noch zu wenig. Jetzt. Ich werde die ganze Zeit geschubst. Alter, ich liebe dich. Ich danke Ihnen. Ich finde dir auch was. Alter. Oh ja. Du musst ja irgendwie unsere Runden hier und so. Ich werde heute noch kommen. Ich hoffe. Alter. Ich hoffe, du wirst kommen. Benutzt hier. Jo, jetzt hör doch, Junge. Da. Ja. Alter, das ist doch zu wenig, ich muss dir einmal eine Scheine geben! Alter, ihr seid geistig, einfach nur zu hören. Ja, jetzt hier, Schluss! Schluss, das Finanzamt macht Auge, Henry! Ich schenk's dir sonst diese Socke. Schluss, Schluss! Ey, Henry, Henry! Nein, nein, nein! Hier nein, eine Scheine! Nein, ich nehme keine Scheine an! Jetzt ist gut, ich... Nein, nein, nein! Floggerig schneit. Ja, übrigens, nochmal zur Information, mir sind langsam die Lebensmittel ausgegangen, ich war seit Ewigkeiten nicht einkaufen. Und dann ernähre mich halt wirklich jetzt so lange von irgendwelchen Resten und Dingen in der Fernpost. Und ja, die schickt mir Asien-Nudeln und so. Ja, man könnte sagen, ich bin gerade in einem Tiefpunkt angekommen, aber... Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich.